EU-Führerschein aus Irland startet jetzt. Möchtest du wissen, warum deine Oma deine Fahrlehrerin sein kann? Dann solltest du dir dieses Video zum EU-Führerschein aus Irland reinziehen. Wenn du etwas Englisch sprichst, dann kann das eine sehr gute Option für dich sein. Es gibt nur 140 sehr einfache Lernfragen, 50 davon werden in der Theorieprüfung abgefragt, 42 davon müssen richtig sein. Hier mal ein Auszug aus dem Lernkatalog. Die Hälfte der Lern- und Prüfungsfragen habe ich hier als Link in der Videobeschreibung zur Demo hinterlegt. Weitere Vorteile in Irland sind, dass es keine Meldepflicht gibt, so wie wir es aus Deutschland, Tschechien und dem Rest von Kontinentaleuropa her kennen. Das Wohnsitzprinzip wird mit der irischen Sozialversicherungsnummer bestätigt, die wir für dich in Irland online beantragen. Alles geht unkompliziert von der Hand, sodass nur 2 Anreisen, einmal 2 Tage und nach 6 Monaten nochmals 5 Tage notwendig sind. Alle deine Nachweise, Dokumente, Rechnungen usw. so wirst du auf Lebenszeit in dem von uns entwickelten Kundenportal mydrive.org finden. Der Theorieunterricht wird von mir in 2 Sitzungen mit je 45 Minuten und das wird völlig ausreichend sein. Das britische Fahrschulensystem unterscheidet sich gewaltig von dem Kontinentalsystem, was wir auf dem europäischen Festland haben. Wie einige wissen, sind wir mit einem kleinen Team auf Malta seit 2012 vertreten. Dort bilden wir vorwiegend Fahrlehrer und örtliche Residenten aus. Aber auch dort in Malta sind es inzwischen die gleichen Abläufe. Sind jetzt die Fahrlehrer-Anwärter, das klingt schon besser, so, die jetzt eben die Prüfung absolviert haben. Wir haben jetzt 3 Tage intensiv gelernt und das ist jetzt eben das schöne Ergebnis. So. Alles klar. Also, bis dann. Wenn man die Theorieprüfung in Irland bei der ersten Anreise bestanden hat, dann wird umgehend der Lernführerschein online beantragt. Damit kann man ohne Fahrlehrer, jedoch mit einer geeigneten Person für 6 Monate durch die Gegend fahren. Bedeutet, du kannst mit deiner Oma, Ehefrau oder Freund unterwegs sein, die als Begleitperson nebendran sitzen. Weder müssen Fahrschulpedale im Fahrzeug eingebaut sein, noch ist eine besondere Ausbildung als Fahrlehrer dazu notwendig. In unserem Falle wird das Jan aus der Stadt Cork sein, der bereits unseren Fahrschülern von der Umschreibung der EU-Führerscheine her bekannt ist. Die Anreise nach Irland ist mit den Billig-Airlines günstiger, als mit der Bahn von Dortmund nach Tschechien zu fahren. Alle Infos zum EU-Führerschein aus Irland findest du auf meiner Website, den Link hierzu hier unten in der Videobeschreibung. Bis zum 15. August haben wir das Testerangebot am Laufen, wodurch du ca. 25% der Kosten einsparen wirst. Die genauen unverbindlichen Preise werden hier unten in der Videobeschreibung zu finden sein. Irland ist nicht günstiger als Tschechien, da man dort in Irland keine Wohnadresse für 250 Euro im Monat bekommt. Auch eine Fahrstunde ist nicht unter 75 Euro zu bekommen. Wer sich etwas auskennt, der weiß, dass zum Beispiel in Holland 500 Euro im Monat für eine Meldeadresse genommen werden. Aber auch in Deutschland liegen die Führerscheinpreise der Klasse B inzwischen bei 3.500 Euro. Bei der Übernachtung in unserem Privatzimmer liegen wir bei ca. 40 Euro. Über Airbnb ist kein Zimmer unter 80 Euro zu finden. Durch die 4. EU-Führerscheinrichtlinie, die zum Anfang nächsten Jahres erwartet wird, das soll auch das Wohnsitzprinzip fallen. Was bedeuten kann, dass jeder ohne große Nachweise Bezug zum Land seinen EU-Führerschein in dem Mitgliedstaat erwerben kann, wo es einem am besten gefällt. Wir erwarten Gäste aus ganz Europa und da werden unsere Standorte in Karlovy Vary, Pilsen und Prag, die schon jetzt überlastet sind, wird sich Irland als eines der fortschrittlichsten online organisierten EU-Länder angeboten. Google, Amazon, Microsoft, Apple sind schon dort und jetzt bald auch wir. Und diejenigen, die Englisch sprechen, die schicken wir gleich nach Irland. Das ist auch der Hintergrund, warum wir jetzt schon mit der Planung zum EU-Führerschein aus Irland starten. Wenn du Fragen zu den Preisen und Abläufen hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail an eu-führerschein@scout-logi.com senden. Gerne sende ich dir ein Angebot und wir können anschließend darüber telefonieren. In jedem Falle solltest du nicht so lange warten, da der 15. August sehr schnell da ist, wir begrenzte Kapazitäten haben und die Preise dann um mindestens 25% anziehen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib diesem Video einen Like, meinen Kanal abonnieren und noch besser die Glocke aktivieren, dann wirst du kein Video zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür verpassen. In diesem Sinne, bis bald und tschüss,
dein Führerschein-Tourist. Ciao, ciao.